Hallo meine Lieben, das ist die Wochenbotschaft für die kommende Woche. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt gute Zeit und ihr lebt auch schöne Wochenende. Bei mir hat es richtig gestern geschneit, also geschneit, so. Gestern Abend und auch Schnee ist draußen auf Terrasse. Und trotzdem, ich freue mich, weil morgen ist die erste Advent. Und es ist nicht mehr lange, wir sind in Weihnachten. Ja, und heute ist das zweite Türchen von der Adventskalender zum Genießen sozusagen. So, wir fangen an. Ich benutze diesmal diese Karten, das sind die Tarot der Eltern. Was ist die Thema für die kommende Woche? Für die kommende Woche? Was uns wird beschäftigen auf der Verstandsebene. Glück. Ja, das ist schön, dass wir damit auch auseinandersetzen. Es ist immer so eine Frage, wenn man fühlt sich glücklich. Jemand, der vielleicht findet jetzt, das habe ich immer wieder als Vergleich gesagt, das ist immer ja natürlich auch subjektiv ist, was ist Glück. Für jemanden schneller zu erholen von nach der Erkältung ist Glücksfall und für jemand anderen ein Lottogewinn. Ne? Es ist immer subjektiv. Ja, und darüber werden wir wahrscheinlich auch Gedanken gewisserweise machen. Wann fühlen wir uns glücklich? Viele Menschen, inklusive auch natürlich ich auch schiebe alles auf später irgendwann das und das macht mir Freude und das würde ich erleben und das würde mich glücklich machen. Es sind so Sachen, worüber ich mich freue oder ich weiß, dass es dabei wird mich gut gehen. Vielleicht sollte man auch versuchen, irgendwie in Alltag das einbeziehen. Hier geht es nicht um riesige Sachen, sondern Kleinigkeiten wie ein Spaziergang. Auch jetzt, wenn es draußen ist, geschneit. Ist zwar frisch, aber man kann ja gut warm anziehen und einen kleinen Spaziergang machen. Und genießen das Winterwetter. Und das Weitere ist auch, wenn wir das schätzen, das Kleine, nicht was wir haben. Und hier spreche ich, wenn ich schon ein paar Mal schon gesagt habe, in Deutschland gibt es sehr große obdachlose Zahl. Und bei diesem Wetter, das ist keine schöne Sache. Wenn es Minusgrad ist, ist es sehr gefährlich. Und vielleicht sollten wir auch dankbar sein, dass wir haben ein kuscheliges Zuhause, ein Dach über den Kopf. Und wir sind nicht draußen in dieser Winterkälte. Wir nehmen so viele Sachen als selbstverständlich. Ja, und das ist auch gewisserweise auch durch diese Dankbarkeit auch wertschätzen, dieses Glück, den wir haben. Weil für diesen Obdachlosen wäre jetzt glückliches Augenblick zu Hause haben, nicht draußen zu sein oder übernachten draußen, weil es ist nicht immer, es ist so einfach. Irgendwo eine Unterkunft zu bekommen und in Wärme sein. Nur so zum Nachdenken. Ja, die zweite Karte wird uns mitteilen über unsere Gefühlswelt. Meine große Kartenlegerin überlegt, ob sie kommt auf den Tisch oder nicht. Also meine Katze. Die ist heute sehr agil. So, die zweite Karte sagt über unsere Gefühlsebene. Hier geht es um Zufall. Ja, was ist für uns zufällig? Was uns für uns plötzlich unverhofft? Für mich ist persönlich auch Zufall, was mich erfreut und was mir auch als erst Zufall ich auch empfinde, wenn ich auf etwas warte, zum Beispiel auch irgendwelchen Brief und ich weiß, der wird kommen und der kommt früher. Das ist ein angenehmer Zufall. Zufällig ist das so, wenn ich finde auf der Straße 5 Cent. Es ist Kleinigkeit. Ja, die Zufälle gibt es immer wieder. Es gibt einen tollen Spruch, der Gott würfelt nicht. Und sozusagen, diese Zufälle sind nicht einfach so. Das sind auch ein bisschen auch geplant von der oberen Macht oder wie auch immer. Was hältst du darüber? Etwas habe ich vergessen mitzuteilen, das muss ich noch regeln. Nächste Woche, wie immer, am Anfang des Monats ist die Gewinnverlosung von
eine kostenlose Beratung bei mir. Ich werde das noch schreiben nächste Woche. Wenn du hinterlässt irgendwo einen Kommentar in meine Videos, nimmst du automatisch teil an einer Gewinnverlosung betreffend Kartenlegen, solange wie das dauert. Ne? Und zum Beispiel, du kannst dann schauen, was die Tendenzen sind bei dir in dem neuen Jahr. Das ist interessant zu schauen. Natürlich, ich lege auch Privatlegungen und du kannst bei mir melden und das besprechen wir dann. Ja, und ich habe völlig vergessen mitzuteilen. Es ist wie immer Kollektivlegung. Es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Dich sollte anregen zum Nachdenken. Diese Kartenlegungen betrachten deine Situation und auch vielleicht auch überprüfen deine Einstellung zu bestimmten Sachen. Und natürlich auch, um Impulse zu bekommen oder auch verstärkt deine eigene Intuition. Du hast Intuition, das haben wir alle. Es ist nur die Frage, wie weit wir nachgehen, diese Intuition, und zulassen, diese Intuition eine Rolle in unserem Leben spielen. Und natürlich, ich freue mich wie immer über jeden Like, Abonnement und Kommentar. So, die dritte Karte. Die Tendenzen für die kommende Woche. Also bis jetzt sieht es gut aus. Wenn es wäre, drei Karten, das wäre Glück durch Zufall, ne? Falsch, zwei Karten, Glück durch Zufall. So, die dritte Karte als Tendenzen für kommende Woche, wird es um Familie gehen. Ja, wir sind in Vorweihnachtszeit, vielleicht muss man Gedanken machen, wohin man am Weihnachten verbringt, die Zeit oder auch die Adventszeit sozusagen, mit wem verbringt. Hier geht es nicht nur um die Familie, die du hast, Mutter, Vater, Kinder, Enkelkinder und so weiter. Hier geht es auch um unsere Wahlfamilie. Wer ist unsere Wahlfamilie? Es ist unglaublich toll, finde ich, wenn wir auch wählen unsere Wahlfamilie. Zum Beispiel eine ältere Frau, die in unserem Leben eine große Rolle über Jahre gespielt hat, übernimmt dann die Rolle unserer Mutter, weil wir zum Beispiel eine Mama nicht mehr haben. Oder sie lebt für uns nicht. Oder auch Rolle des Vaters. Oder wir wählen. Manchmal ist es auch so, dass wir, Wahlfamilie ist das so, wenn wir sehr, sehr gute Freunde haben, dass wir sagen, dieser Mensch ist so lange Zeit, das gehört schon zur Familie. Weil das ist so integriert in unseren Alltag, in unserem Familienleben. Dieser Mensch gehört dazu. Ja, man kann auch eine beste Freundin haben wie Schwester. Ne? Das ist auch, wir können unsere Wahlfamilie auch selber aussuchen. Auch wenn wir vielleicht nicht die beste Erfahrung mit eigener Familie gehabt haben als Herkunft, wir können etwas wählen. So, das ist die Karten, die ich jetzt sozusagen für Anfang. Ich schaue, ob ich alles richtig habe. Also habe ich doppelt Frauen, doppelt Herren. Sicher ist sicher. Manchmal habe ich so ein Händchen für viele. Ja, sieht gut aus. Ja, alles gut. Also, ich nehme mal eine Zusatzkarte, diese hier. Und schauen wir, was ist in der nächsten Woche das Thema. Ja, liebe Männer, wie immer, ich gendere nicht, bitte um Münzen. Ne? Das ist das Thema. Was für einen Einfluss, also sozusagen, welche Energien wird auch im Vordergrund stehen. Ne? Was ist das gewinnende Einfluss? Welches Einfluss geht in Verlust? Also, was wir erkannt haben oder erlebt haben. Die Energie, die sozusagen ausschwingt. Was noch im Dunkeln ist? Und das haben wir wirklich auch erkannt. Und dann zum Schluss noch die Tendenzen für die kommende Woche. Also, das Thema wird sein Herzensmensch und Entscheidung. Entweder du triffst eine Entscheidung betreffend diesen Menschen oder auch dieser Mensch muss selber Entscheidung treffen. Und das wird für dich eine Rolle spielen. Diesbezüglich gibt es auch positiven Einfluss durch die Sonne. Es kommt Power, es kommt Glücksfälle, es kommt Energie. Es kommt auch gute Ausstrahlung, gute Laune.
Was diesbezüglich ist, verliert die Einfluss, es ist die Harmonie, Sexualität oder Familienthemen. Vielleicht habt ihr alles schon geklärt. Oder was zu klären gab es? Was im Dunkeln ist? Es gibt irgendwelche Streitigkeiten, Diskussionen, vielleicht auch manche Klärungen, vielleicht auch Debatten, wo sozusagen, ja, ich würde auch nicht gleich sagen, richtig Streit. Aber vielleicht, dass es gibt irgendwelche Ansprachen oder Gesprächsstoff, darüber muss man austauschen. Wie man macht die Weihnachten oder etwas besprechen sozusagen. Vielleicht gibt es auch etwas, was er muss besprechen und mitteilen seine Entscheidung oder auch du musst ihn mitteilen die Entscheidung. Also diese Aufregungen, Hektik, was du hattest, das wird in Verlust gehen. Vielleicht auch Ängste verbunden, also Aufregungen natürlich. Man fragt auch, aus welchem Grund man aufregt sich. Oder diese Unruhe. Ja, wie entscheidet er sich? So, und was kommt? Die Tendenzen. Es ist, hier ist entweder eine Person, das ist älterer Mann. Und mit dem gibt es Unklarheiten. Oder hier geht es auch ein bisschen Eifersucht und auch Neid. Dass das ein Thema ist. Vielleicht muss er diese Sache sozusagen entscheiden. Und da wird er mit dir sprechen. Es wird auch positive Merken eingehen auf diese Angelegenheit. Und er wird möglicherweise auch mitteilen. Und vielleicht, dass es hat auch mit einer Person, die machtmäßig ist, das vielleicht auch, also Machtperson. Das könnte natürlich auch Chef, Schwiegervater, Vater sein und so weiter. Aber auch natürlich Mentor oder auch älterer Freund. Und da gibt es irgendwas, was heißt Tendenzen, sind Unklarheiten. Wahrscheinlich weißt du mehr, was für ein Thema ist das, was deinen Herzensmenschen liegt auf den Herzen. Oder auch, was du musst mit deinem Herzensmenschen besprechen und klären. Was auch immer das betrifft. Aber es sieht soweit gut aus. Es ist Gespräche, gute Energie, manche Klarheit. Ja, und es ist, für mich sieht es aus, dass es ja vielleicht auch ein bisschen Eifersucht hat, deine Rolle, oder auch Unklarheiten damit verbunden oder auch ein bisschen Neid. Aber ich glaube, eher ist es verbunden mit einer Person, dass es da, ja, geht es um eine Person, weil diese Person entweder selber ist manches unklar oder auch unklar ist, wie das mit dieser Person managt. Ob das ist der Chef oder auch, auch in der Familie was zu tun hat. Vielleicht ist es ein größeres Thema sozusagen. So. Das ist die Kartenlegung für kommende Woche mit den Energien. Sieht gut aus. Ich hoffe, euch geht es gut. Und wenn dir hat gefallen, dann freue ich mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Vielen lieben Dank.